Jeder Anleger stellt sich aktuell am Finanzmarkt diese eine Frage. Nach den Anstiegen der letzten Wochen, einer zurückgehenden Inflation, war's das jetzt oder laufe ich in die Messerspitze des nächsten Messers rein, wenn ich jetzt investiert werde? Wenn ich jetzt anfange, richtig stark wieder Aktien zu kaufen, wir haben es in den Indizes Dow Jones, DAX, S&P 500, Nasdaq gesehen, durchaus starke Anstiege. Wir hatten teilweise die stärksten Anstiege der letzten 2 Wochen. Und ich stelle heute die Frage, ich stelle 2 wichtige Fragen. Erstens, ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, wirklich in Aktienpositionen reinzugehen, all in zu gehen, also wirklich wieder Käufe zu tätigen? Und wo steigen wir in unseren Aktienpaketen DAX 40, Dow 30 und TECH 33 ein? Und warum machen wir diese ganzen Sachen? Also warum steigen wir ein oder warum steigen wir nicht ein? Los geht's! Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir gehen auf die 143.000 Abonnenten zu und wir beenden jetzt auch in den nächsten 2 Tagen unsere Rabattaktion. Und ich hatte Ihnen ja bereits unter der Woche gesagt, HKCM Schnaps 60 Flaschen limitiert. Dann haben wir unseren Bio-Honig und wir haben hier 300 Pakete, die rausgehen werden, jeweils mit 3 Tees, einmal für die Bullenpower, das ist ein grüner Tee, einmal für den Bärenmarkt, wenn mal wieder Alarm im Darm ist, weil die Märkte richtig runtercrashen, und einmal für den ganz normalen Bärenmarkt, das ist ein Kräutertee, wenn Sie einfach ein bisschen Ruhe brauchen. 300 Pakete schicken wir raus an Sie. Die Pakete werden verlost an die Leute, die sich jetzt ein Produkt bei uns gekauft haben, während unserer aktuellen Rabattaktion Invest 20, 20% auf alle Produkte, die wir haben, zusätzlich zu den Laufzeitrabatten. Wenn Sie teilgenommen haben, werden wir jetzt nächste Woche die verlosen und werden dann Ihnen jeweils ein Paket mit allen 3 Teesorten geben. Also starten wir direkt los. Um was geht es heute? Wir werden direkt zu den Charts jetzt gehen, dazu mit Philipp Klinkmüller sprechen. Die erste Frage, die ich an ihn habe, um das Ganze mal zu erörtern. Philipp, Frage an dich. Erörter mal bitte ganz grundsätzlich, warum wir aktuell noch abwartend sind mit Positionen. Wir waren ja bekannt dafür, super bullish zu sein. Jetzt ist aber auch bekannt, dass es sich in den letzten Wochen einiges bei uns geändert hat. Wir auf tägliche Updates in den Aktien umgestellt haben. Sehr viele Modifikationen bringen, Anpassungen an den Charts, Anpassungen an Positionen. Wir haben gestern eine Position verkauft. Wir haben mehrere Stops nachgezogen. Dazu werde ich morgen und übermorgen in den Videos dann was bringen. Jetzt aber Frage an dich, Philipp. Dow 30, DAX 40, TECH 33, warum warten wir aktuell noch ab und was sind deine Bedenken, demgegenüber bereits jetzt in den Markt einzusteigen? Bitte erläutere anhand von 3 Aktien aus den 3 Aktienpaketen, also einmal aus dem DAX, einmal aus dem Dow Jones und einmal aus dem Tech-Bereich, genau wie die Szenarien aussehen und auf welches Kursmuster du aktuell noch wartest, bevor wir wieder richtige Einstiege rausschicken. Geben Sie gerne was zurück, einfach einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar, wenn Sie Fragen hat, dann wird es durch den YouTube-Algorithmus rausgetragen. Ja, vielen Dank für die Fragen. Also mal zu dem ersten Punkt, warum sind wir aktuell oder warum habe ich jetzt hier noch abgewartet, aktuell auch mit weiteren Einstiegen in den Aktienpaketen. Man muss jetzt mal grundsätzlich hier unterscheiden. Also zum einen, es sind hier jetzt in sehr, sehr vielen Titeln auch ganz klar Zielzonen erreicht worden, Zielzonen nach oben verlassen worden. Also das ist, da sind ja schon Möglichkeiten gegeben gewesen, jetzt hier auch zu agieren. Ja. Wir müssen hier aber ganz klar unterscheiden zwischen den Entscheidungen, die jetzt hier zu treffen sind, bezüglich kaufe ich einen weiteren Titel in ein Portfolio rein, beziehungsweise kaufe ich Titel, die schon im Portfolio sind, nach. Ja. Und das ist eine ganz andere Abwägungsentscheidung für mich hier, wie jetzt hier kurzfristige Trades zu setzen, für die ja auch. Deswegen haben wir jetzt auch die Pakete auf die täglichen, diesen täglichen Turnus und auf diese schnellere Frequenz der Wiederholung eben umgestellt, um das die Möglichkeit zu bieten, kurzfristig zu handeln. Ja. Dafür sind aber die gesetzten Zielzonen in den Charts eben entsprechend zu nutzen und die wurden ja auch erreicht, die könnten genutzt werden. Das ist aber ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied, vor allen Dingen an solchen Tiefs. Ja. Ich meine, letzten Endes ist es, wenn man das nüchtern betrachtet, jede Zielzone, die wir setzen, gehen wir auf jeden Fall mal davon aus, dass der Markt darauf reagiert, ja, mehr oder minder stark. Ja. Als Beispiel, wir haben zum Beispiel hier bei Siemens Energy jetzt im Chart eine Zielzone gesetzt gehabt, da hat er auch darauf reagiert im ersten Schritt und ist aber dann der Nachgangbewegung trotzdem stark durchgestartet. So, das ist eine kurzfristige Trading-Bewegung. Ja. So kann das natürlich auch in die andere Richtung gehen, wenn wir nach unten einen Bereich abfangen. Wir wissen zu dem Zeitpunkt nicht,
kommt diese Aufwärtsbewegung durch, bildet sich ein Setup. Das werde ich auch gleich mal erläutern, auf dem ich dann langfristige Positionen auch aufbauen kann. Ja. Die Entscheidung, die wir fürs Portfolio treffen, wo wir rausschicken, wir kaufen die Aktie, da geht es ja darum, einen langfristigen Einstieg zu generieren, den wir längerfristig begleiten können, der auch für viele Leute nachvollziehbar ist, wo wir auch wissen, da kommen wir auch dann rechtzeitig wieder raus, da können wir entsprechend dann Stop setzen und so weiter. Ja. Alles, was sich jetzt hier dazwischen abspielt, ja, hier einen Einstieg zu treffen, zum Beispiel jetzt auf die 4, ja, oder ähnliches, oder dann auf diese 4, und da muss man dann auch die Zeitebenen mal noch im Blick behalten. Das sind Trading-Einstiege und deswegen kommen die Updates jetzt eben auch in einer höheren Frequenz. Ja. Zum Beispiel jetzt hier bei dem Beispiel Siemens Energy, da könnten wir hier eine Zielzone für die 4 setzen. Das wäre ein interessanter Trade, ja, für jemanden, der kurzfristig traden möchte. So. Jetzt kommen wir aber zu der Frage zurück, warum steige ich noch nicht ein? Was möchte ich sehen? Ja. Ganz klar, was möchte ich sehen? Ich möchte sehen, dass ein Titel hier, in dem Falle jetzt hier Siemens Energy, einen vom Tief weg auf einer für mich, wie ich es nenne, relevanten Zeitebene, das wäre hiermit gegeben, auch von dem Umfang der Bewegung, eine 1 ausbaut, in einer 2 korrigiert und dann wäre für mich diese 2, diese Gegenbewegung, wenn die sich auch entsprechend strukturell darstellt, die Bestätigung dafür, dass ich die Sicherheit habe zu sagen, ja, das Tief bei 10,25 war drin, ja, ich steige hier wieder ein, setze dann langfristig auf eine nachhaltige Aufwärtsbewegung, ja, respektive habe dann auch die Möglichkeit, einen Stop auch mit einzubauen in das ganze Thema, der auch eine Relevanz hat. Ja, das ist halt einfach hier unten bei diesem, sag ich mal, Knife-Catching im ersten Schritt nicht gegeben. Ja, da laufe ich halt eben, da muss ich dann halt eben sehr, sehr kurzfristig einen Stop schon nachziehen. Ja, jetzt mal hier an dem Beispiel bleiben, da müsste ich einen Stop dann setzen in einer Zielzone, die der Markt noch nicht mal verlassen hat. Und das ergibt einfach für diese Entscheidungen keinen Sinn. Ja, das heißt, ich möchte jetzt eben, wie hier skizziert, eine große 1 sehen und man darf ja auch die Risiken nicht aus dem Blick lassen. Ja, zum Beispiel jetzt wie bei Siemens Energy, diese 1 kann übergeordnet auch theoretisch immer noch eine 4 sein. Ja, klar, die könnte auch hier sein, die könnte auch hier in diesem Kontext dieser Bewegung sein, aber das hier oben wäre das Maximum, was noch hier zu tolerieren wäre für diese 4. Deswegen haben wir sie da hingesetzt und von dort aus könnte ein weiterer Abverkauf auf ein neues Low kommen. So, um in solche Situationen jetzt aktuell nicht reinzulaufen, ehe diese hier final von den Strukturen geklärt sind, werde ich da keinen, ich nenne es jetzt mal offiziellen Einstieg für das Portfolio oder keinen weiteren Zukauf für dieses Portfolio machen, weil ich da dann nicht in dieser Position drin hängen möchte, respektive ich möchte, wie gesagt, einen Stop setzen, mit dem ich was anfangen kann. Ja. Und das ist halt aktuell aus meiner Sicht jetzt nicht gegeben. Ja. Das ist dann gegeben, wenn wir eine 2 machen, wenn er da einen Low macht, was dann von den Parametern passt, also die Ziele, die er da anläuft, ja, dann würde ich dort eben hergehen und sagen, so, okay, jetzt steige ich ein und dann würde ich vielleicht auch einen sehr engen Stop setzen und würde es dann lieber nochmal probieren, wenn ich ausgestoppt werde, anstatt dann eben hier wieder dann jetzt irgendwo hier einzukaufen und ich hänge dann trotzdem nochmal drin, kann kurzzeitig keinen Stop setzen, Struktur passt nicht etc., es macht keinen Sinn. Das muss schon eine ausgegorene Geschichte sein. Ja. Das können wir gerade so weitergehen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Siemens Energy war jetzt, dann gehe ich jetzt zum Beispiel bei Zalando. So, Zalando haben wir auch aktuell die Situation, dass wir im imminenten Bild auch immer noch gewisse Risiken haben. Da haben wir jetzt hier diese 3 abgefangen. Ja, der ist jetzt hier schön aus der Zielzone rausgelaufen. Das ist auch eine perfekte 3 von den Kurszielen. Ja, der macht also aktuell hier sehr wahrscheinlich diese 4. Ja. Und da danach erwarte ich einen weiteren Anstieg. So. Die 4 sollte sich maximal bis hier etwa in diesem Bereich ziehen, um die 28 herum. Und dann müssen wir nochmal den Hoch sehen. Hätten wir die 1, dann machen wir die 2. Dann wäre auch das eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, um hier unsere Position wieder weiter aufzustocken, beziehungsweise in eine neue Position eben einzugehen. Ja? So, scheitert das jetzt aber hier, wir brechen hier weiter runter, dann war das halt eben eine ABC-Struktur und wir würden nochmal auf ein neues Low ausverkaufen. Deswegen ist es so wichtig, vom Tief weg einen klaren, sauberen Fünfteiler zu haben mit einer anschließenden dreiteiligen Korrektur, um hier Sicherheit zu haben, dass ich in was für eine Struktur ich dann eben hier auch längerfristig hineinkaufe. Bei Zalando kam noch dazu, um das vielleicht das Argument auch zu entkräften, man könnte ja sagen, ja gut, aber sie haben hier unten schon 1, 2 ausgebaut. Ja, das ist richtig. Allerdings ist diese 1 hier unten, war die von Anfang an eben mit einer schwierigen Struktur behaftet und die lässt sich nur durch dieses Diagonal lösen. Ja. Und es ist immer eine Struktur, die eben auch ganz leicht in einem korrektiven Muster noch umschwingen könnte. Ja. In dem Fall hat es das dann nicht getan, aber dann warte ich natürlich den weiteren Verlauf ab, um da auch eine Validierung zu sehen. Die erste Validierung war, kann er die Kursziele einer 3 erreichen, kann er die 161,8 überschreiten, denn dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es sich nur um ein ABC handelt und
kann er jetzt diese 4 halten, die 5 machen und dann haben wir hier wirklich Sicherheit. Das kann ich endlos jetzt so weitertreiben, dieses Spielchen bei vielen anderen Titeln, aber das waren jetzt auch 2 Titel, wo mir jetzt auch natürlich beim DAX auch explizit gefragt wurde, ja. Und ich spüre schon an diesem FOMO, der sich hier aktuell bildet, dass wir hier definitiv in einer Situation sind, wo man sehr gut beraten ist, ja, abzuwarten, ja, und eben diesen ersten Kehr aus jetzt nach einem Anstieg abzuwarten, überlebt den der Markt, ja, denn das schüttelt dann eben auch wieder viele ab und dann kann hier wirklich auf großer Flur über Einstiege nachgedacht werden. Ja. Um jetzt mal was zu zeigen, zum Beispiel, wo wir wirklich kurz davor sind, auch den Abzug zu ziehen, einen erneuten Einstieg zu machen und ihn auch fast schon getätigt hätten gestern, aber ist jetzt zum Beispiel aus dem Dow-Paket die Visa, ja. Da haben wir von diesem Low einen 5-Teiler ausgebaut. Wir haben hier auch bereits eine 3-teilige Korrekturstruktur und wir haben hier schon dieses Hoch angekratzt. Ja. Da hatten wir schon überlegt, jetzt einzusteigen. Allerdings muss ich sagen, hier ist jetzt die Situation und das kann einem auch immer noch blühen. Ja. Kommen 2 Faktoren zusammen. Zum einen, der hat hier runter in dieser 3-teiligen Struktur des 50er nicht ganz berührt. Okay, das ist jetzt mal per se jetzt nicht das ganz ausschlaggebende, Punkt, aber die Verhältnisse dieser ABC hier nach unten in der 2 sind nicht die allerschönsten. Ja. Von daher drängt sich hier immer noch und jetzt auch aufgrund der Struktur, wie er hochkommt, er ist an diesem Hoch gescheitert, notiert jetzt hier wieder drunter, ist halt die Gefahr jetzt hier zum Beispiel noch sehr, sehr stark gegeben. Und sollten wir dieses Zwischenhoch hier in dieser Kerze, Zwischentief hier in dieser Kerze hier nochmals unterschreiten, hier, das waren glaube ich 206, 205, ja genau, das Low war 206, sollten wir da jetzt nochmal drunter gehen, ja, dann muss ich auch davon ausgehen, dass wir uns eben tatsächlich immer noch in dieser 2 befinden, denn dann wäre das hier lediglich die A gewesen, hätten wir eine leicht überschossene B und würden die C hier noch runter machen. Das würde auch gut noch von den Verhältnissen passen, denn ein gängiges Ziel für eine A ist entweder das 38,2 Retracement oder das 50er Retracement, ja, was in dem Falle ja genau getroffen worden wäre fast, ja. Wir hatten eine Low 193,54 und es war 192,88 das 50er. Ja. Also das sind die Entscheidungen, das sind die Details, mit denen wir uns jetzt hier beschäftigen, um das eben auch abzuwägen präzise, um das dann auch wirklich wasserdicht zu machen. Ja. Und es würde jetzt eben hier keinen Sinn machen, denn wir sprechen hier davon, dass ich diese Aktie nochmal rund 15, 16 Dollar wahrscheinlich günstiger bekommen kann hier unten. Ja. Und natürlich auch eine bessere Validierung dieser Situation hier eben bekommen könnte, was den Einstieg anbetrifft. Ja. Gleiches Bild, gehen wir mal zu einem Tech-Titel, auch was jeder auch kennt und wahrscheinlich auch stark im Fokus steht bei vielen, die Microsoft. Ja. Vom Tief weg, wir müssen momentan, entweder wir haben es mit einem 1,2 zu tun und hier einer 3,4, da stört mich momentan noch ein bisschen, dass diese 3 von den Extensions relativ schwach ist, allerdings ist es in einer 1, von daher würde ich das mal noch durchgehen lassen. Die Alternative, die wir jetzt hier schon haben und die drängt sich halt aktuell auch stark auf, ja, ist, dass es eine 1,2, 1,2 wird. So, sollte das jetzt hier kommen, wir fallen unter die 2,39, 21 zurück, ich schaue mir hier die weitere Struktur an, wenn der jetzt eben hier in diesem Bereich dann eben eine entsprechende Bremsung hinlegt, ja, also sprich, hier in die Zone einläuft für eine 2, also mindestens das 50er anläuft, bis hier runter 2,29 circa, also wenn wir diesen Bereich hier abgreifen sollten, er darauf reagiert entsprechend und sich das auch weiterhin nicht als Impulsstruktur darstellt, dann ist das die Möglichkeit wahrscheinlich für uns hier einzusteigen und da eben dann eine weitere Long-Position in Microsoft eben aufzubauen. Ja. Aber das muss abgewartet werden. Struktur ist jetzt alles, Sauberkeit der Struktur ist alles, denn wir sind immer noch in einem gefährlichen Umfeld, also ich finde, man sollte hier jetzt nicht zu früh irgendwo die Deckung fallen lassen in diesem ganzen Thema. Das reicht einfach noch nicht alles aus, um hier wirklich zu sagen, ja, okay, lass den Abzug ziehen. Deswegen, und hier so eine Situation kann halt immer entstehen. Ja. Und momentan, wenn man es eben nüchtern betrachtet, muss man halt eben auch hier festhalten, es kann einfach auch ein verdammtes ABC sein. Ja. Also A, B, C. Und dann stehe ich halt daher mit der Situation da, dass er hier runterbricht und dass ich auf ein neues Low gehe. Ja. Und damit ist mir nicht gedient, da jetzt eben reinzugreifen. Und das habe ich hier unten schon gleich dreimal nicht gewusst. Ja. Deswegen warte ich die Struktur ab. Denn wie gesagt, hier bei diesen Käufen, die ich fürs Portfolio tätige, geht es darum, langfristig drin zu sein. Das alles andere ist eine Trading-Entscheidung und dafür sind auch die Zielzonen in den Updates entsprechend gesetzt. Deswegen gehen wir auch so frequent jetzt mit diesen Updates vor. Ja. Nächstes Thema Apple, auch da haben wir uns ja von einem Einstieg ferngehalten, war auch völlig richtig, denn da ist es eben genau zu so einer Situation dann eben gekommen. Es ist dann nachher in korrektiven Strukturen gekommen, zu korrektiven Strukturen gekommen, es gab keinen sauberen Fünfteiler, ja, und
dann geht es jetzt eben auch hier nochmal sehr wahrscheinlich lediglich korrektiv weiter. Wir haben noch die Chance, hier nochmal hochzukommen. Ja, Alternative ist sogar, dass dieses Hoch drin ist. Und dann muss ich aktuell bei Apple davon ausgehen, dass wir dann so oder so hier nochmal wahrscheinlich auf ein knappes Tief laufen oder alternativ eventuell der Titel übergeordnet sich in einem Dreieck befindet. Aber das ist jetzt nochmal eine separate Geschichte. Aber worum es einfach geht, auch hier fehlt bislang dieser Punkt. Und das ist eine ganz, ganz simple Sache. 5 Wellen hoch. 3 Wellen runter. Das ist wie bei Mad Max jenseits der Donnerkuppel. 2 gehen rein, einer kommt raus. So. Und so muss man es hier eben auch betrachten. Es müssen die 5 hoch, es müssen die 3 runter und es muss passen. Und dann können wir hier über Käufe für das Portfolio nachdenken. Wie gesagt, Trading, ganz anderes Thema. Ich bin mir sicher, dass viele hier gerade short in Zalando sind. Völlig in Ordnung. Trading, ja. Das muss aber dann jeder hier, das sind aber individuelle Entscheidungen, kurzfristige Entscheidungen und da muss man auch sagen, das ist auch nicht der Sinn der Portfoliobetreuung, dann solche kurzfristigen Trades hier zu machen. Deswegen haben wir die Zielzonen, deswegen haben wir die Parameter hier und für die Portfolioentscheidungen, die wir längerfristig eingehen und die dann auch betreuen, wie man ja gerade sehen kann, ich habe sehr, sehr viele Updates verschickt die letzten Tage noch zu den Aktien und Sachen geändert, Positionen, auch Positionen schon verkauft wieder. Das sind die Dinge, die dann da passieren, aber da geht es mir darum, eine Bewegung eben abzugreifen, zum Beispiel eben nach dieser 1, 2, dann die nachfolgende 3. Ja, jetzt machen wir jetzt hier einfach mal eine beispielhafte Kalkulation, ja, damit man das auch mal einfach in Verhältnisse setzen kann. So, würde jetzt Zalando hier die 1 da oben fertig machen, da gehen wir jetzt einfach mal davon aus, er tut das, hätten wir hier oben die 1 gemacht und er läuft aufs 618 zurück. So, wo müssen wir da dann hin? Dann hätten wir nachher hier ein langfristiges Ziel hier, auf jeden Fall für die 5 von rund um die 80 Euro Mindestziel jetzt mal, beziehungsweise es hängt dann noch von den weiteren Unterbewegungen ab, respektive hier dann im Bereich von 60. So, und das ist die Strecke, die mich interessiert. Ich möchte von hier diesen 26 hier hoch auf die 60. So, das sind so die Horizonte, in denen ich mich jetzt natürlich für das Portfolio bewege. Alles andere kann ja gerne gehandelt werden, deswegen zeigen wir es ja auch auf, dort wo es auch Sinn macht. Ja. Dazu vielleicht noch ein anderes Beispiel, wo ich auch danach gefragt wurde, warum wir denn das jetzt hier nicht weiter skizzieren, ist zum Beispiel jetzt bei Nvidia. Zum einen, wir sind im Titel schon investiert, das ist der eine Punkt. Also ich wollte jetzt hier auch niemanden da jetzt rauslocken, denn ich gehe davon aus, dass diese Aufwärtsbewegung anhält. Aber wir haben es hier einfach mit einer korrektiven Aufwärtsbewegung aktuell zu tun in dieser A, die strukturell auch ein absolutes Grauen ist. Ja. Da jetzt irgendein fiktives Ziel hinzusetzen oder eine Prognose zu machen, dann wird die nachher wieder durchschossen, dann versuchen wieder Leute short zu gehen, das bringt mir nichts. Ja. Ich gehe davon aus, dass wenn diese B hier runterkommt, für die werde ich versuchen, die abzufangen. Ja. Wäre dann auch zum Beispiel eine Möglichkeit, auch in einer korrektiven Struktur dann mit einer AB zu arbeiten. Also das, was ich vorher mit der 1-2 gesagt habe, das funktioniert auch natürlich mit einer AB, hat natürlich, weil es eine korrektive Struktur ist, immer ein wesentlich größeres Risiko, ja, denn theoretisch kann ja so eine B auch nach unten überschießen, aber auch das muss abgewartet werden. A hoch, wenn er jetzt anfängt, in diese B zu gehen, dann können wir dafür auch eine Zielzone setzen und auch dann wahrscheinlich einen Einstieg definieren, aber auch das, bitte, da muss Geduld, ich weiß, es ist unglaublich schwer, wir haben alle jetzt eine lange Durststrecke hier hinter uns, aber bitte, Geduld ist alles. Ne? Ich kann an der Stelle nur sagen, wenn jemand Geduld üben möchte am Finanzmarkt, dann beschäftigen Sie sich mal mit Gold- und Silberminen, dann wissen Sie, was das bedeutet, geduldig zu sein an diesem Markt, um da sich eben nachher nicht die Finger zu verbrennen an der ganzen Sache. Ja, ja, also das meine Punkte zu den Aktien, was ich hierzu sagen kann. Also ich kann grundsätzlich sagen, es kommen hier sehr, sehr viele Einstiegsmöglichkeiten auf uns zu, ja, aber ich werde hier nirgends eine Entscheidung treffen, die darauf basiert, weil jetzt Druck von außen aufgebaut wird oder sonst etwas oder weil es hier darum geht, irgendwie zu entertainen. Ich habe das schon immer gesagt, Trading, Investieren ist für mich kein Entertainment, das ist eine ernste Angelegenheit und entsprechend ernst müssen auch diese Setups genommen werden und die Strukturen und da sind knallharte Bedingungen dran geknüpft. Wenn ich eine Entscheidung treffe, ins Portfolio reinzukaufen, dann müssen die Parameter passen. Ja, wenn sie das nicht tun, dann lasse ich da auch erstmal weiter die Finger weg. Wie gesagt, es gab genügend Zielzonen durch die Bank weg in den ganzen Aktien. Es kommen weitere Zielzonen. Also zum Handeln, wer sich nicht darauf verlegen möchte, nur dieses auf das Portfolio zu warten, für den ist hier genügend Möglichkeiten gegeben, die man hier eben abgreifen kann. Aber da muss man eben auch nachsehen, wir können nicht jeden einzelnen kleinen Trade bei dieser Vielzahl der Aktien betreuen. Das machen wir in den Basismärkten auch nicht. Da läuft es ja auch um die Zielzone, das läuft hervorragend.
Seitdem wir das dort umgestellt haben, siehe so Märkte wie Netgas, aber auch Gold, Silber etc., die Indizes, da muss man eben denen entsprechend operieren und für die großen Entscheidungen, da müssen jetzt die Setups passen und die werden kommen, die Setups sind auch auf dem Weg, aber wenn die sich, solange die sich nicht final ausspielen, solange werde ich da auch keine Entscheidung treffen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit an der Stelle und ich hoffe, das hat ein paar Sachen hier geklärt. Vielen Dank, Philipp, für die Erläuterungen direkt am Chart. Wenn Ihnen das Ganze auch gefallen hat, geben Sie gerne was zurück. Einfach einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar, wenn Sie Fragen hat, dann wird es durch den YouTube-Algorithmus rausgetragen.